Hallo, liebe Pico-Freunde. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei Ihnen gemeldet habe. Ich hoffe, Sie sind gut über den Sommer gekommen und ich dachte Ihnen, dass ich einfach mal ganz kurz erzähle, was wir so gemacht haben. Meine Tochter und ich sind auf dem Ostsee-Radwanderweg gefahren. Wir hatten tolles Wetter, war eine wunderschöne Fahrt. Wir sind von Lübeck an der Ostsee entlang bis nach Stralsund und von dort auf die Insel Rügen bis Binz gefahren. Ich dachte, ich gebe Ihnen einfach ein paar kurze Einblicke, ein paar Bilder. Besonders gefallen hat uns der Aufenthalt in Rostock. Wir waren zufällig dort, als die Hansasee dort stattgefunden hat. Und wir konnten an dem Abend, wo wir angekommen sind, anschließend noch eine kleine Fahrt, eine Segeltörn buchen auf einem holländischen Windjammer. Und das war vielleicht so ein bisschen das herausragende Ereignis. Andrea konnte auf dem Windjammer in die Schoten klettern, bis ins Krähennest und von dort oben dann auf die Einfahrt nach Rostock blicken. Im Übrigen, ich bin da auch hochgekrabbelt, allerdings nicht so weit. Auf der Hälfte habe ich dann entschieden, dass das für mich hoch genug ist, habe auch was gesehen und bin dann wieder runtergegangen. Aber es war ein tolles Ereignis. Nicht so gut gefallen hat uns in Binz, in einem relativ teuren Hotel, waren wir in einem Zimmer, da ging die Tür nicht mehr auf, da stand das Bett davor. Aber sonst war Binz richtig toll. Wir sind auch mit dem rasenden Roland gefahren und dann über das Meer zurück wieder zur Haltestation und dann wieder mit dem Zug nach Binz zurück. Es war eine tolle Fahrt und es hat uns gut gefallen. Anschließend sind wir dann noch einmal kurz an den Gardasee gefahren. Wunderschöner See. Aber die Anfahrt, absolute Katastrophe. Ich glaube, wir haben 11 oder 9 Stunden gebraucht. Also wenn jemand gerne im Stau steht, kann ich Ihnen nur einen Besuch des Gardasees empfehlen. Obwohl es dann natürlich besser ist, im Stau zu stehen. Man sieht die Berge und nicht wie bei uns immer nur Wälder oder Flachland. Also insofern Staufahren, Gardasee. Aber toller See. Jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten. Naja, ganz so kurz ist es nicht, aber in einem Monat ist wahrscheinlich alles vorbei. Und ich bin, wie Sie sehen, wie der geübte Betrachter der Pico-Videos weiß, ich sitze hier in meinem Büro in Chashan und wollte nach einer dreiwöchigen Quarantäne doch mal sehen, was hier so alles los ist. Und als erstes dachte ich, dass ich mit Ihnen mal kurz zu meinen leitenden Mitarbeitern gehe und dort Nachfrage, was denn hier so ansteht. So, first I want to talk to our business manager, Stone Lu. Hi, Stone. How things are going and how is the capacity load? The capacity in Pico China is good, so we are prepared very well for your order, which is coming to us. And the factory is running pretty good. We are going to enlarge our production capacity in the next year. For example, we're doing a lot of preparations, including buy more upgrade machines and enlarge our capacity from pattern printing department. And we extend our sub-assembly department. The quantity, I think we are on very good quantity level. So just last month, we had an internal quantity control meeting. We are going to give the quantity control responsibility to every worker, and we are trying to get a result that everybody in Pico China will have very good sense of quantity. So this is our target. I want to ask our QC supervisor, Furi, how things are going? Everything is under control at this I hope moment. so. Yeah. Are there special problems? No special problem.
So everything is without any problems. I never heard this, that model train always have problems. Yeah, but we did not get some problems today. Okay. So today is everything fine. Yeah. Okay, thank you for reading. Now I'm going to my technical manager here, Hermann Hang. Everybody knows him already from different projects. Hermann, how things are going here? Busy. Busy. As usual. As usual. And every day so many problems. Und wenn ich jetzt im Anschluss in die Entwicklung gehe, habe ich die Mitarbeiter gebeten, die Bildschirme mal zu verhängen. Nicht, dass sie schon da die ersten Zeichnungen für die Modelle für das zweite Halbjahr 22 oder sogar für 23 sehen, die bei uns jetzt schon in der Entwicklung sind. Aber wir schauen uns das mal kurz an. So, und jetzt möchte ich mal kurz in das Design Department gehen und mit dem Supervisor vom Design Department sprechen. Hier arbeiten wir gerade noch an der EN57. Hi Ken. So, how is everything? In your department? Yeah. Hi everybody, I'm Ken. I'm Pico's Chasan supervisor. The new project EN57 almost design finished. Okay. Good. Okay. Thank you, Ken. And then I want to go over, to our supervisor for electronic design, Hongmei. Hi, Hongmei. How are you doing today? Good. How are you? Yeah, I'm fine too. So what are you doing, on what you're working at the moment? We're still checking some designs for the great project Giruno. Okay. Yeah. Just have a look here. Okay, you make the design on the screen here. Yeah, this is the full schematic design. It's very complicated at this point. And the result is good? Yes, we're still running some tests on the track behind. And what is the specialty with this? We've implement very new train bus system, so all of the microcontrols on board can control all the lightings. Our customers will be happy to find out in the final product. And because it's going in different countries, Italy, Switzerland, yes. Germany, and I think later on Austria too. Yes, and the customers will be able to select which lightings they would like for different countries. Okay, good. Yeah. Then thank you and have good luck. Good luck, thank you. Ach ja, und was ich Ihnen noch in unserer Tampondruckerei zeigen wollte. Letztes Jahr gab es ja sehr positive Resonanzen auf meinen V-Blog von Pico China und ein Kommentar hat mich besonders beeindruckt. Ja, hat der Zuschauer gemeint, er würde ja gar nicht verstehen, warum wir die Wagenmodelle auf den Tampo-Printmaschinen immer umstecken und warum man nicht eine drehbare Einrichtung macht. Ich habe dann sofort mit unserem Lieferanten gesprochen und der hat uns dann zwei Maschinen gebaut, die zeige ich Ihnen jetzt gleich. Also Sie sehen, wir nehmen Ihre Kommentare schon sehr ernst und überlegen uns auch gut, was wir damit anfangen können. Und Sie sehen, bei diesem Kommentar hat es sogar zu einer Investition bei uns geführt. Ich möchte mich bei dem Zuschauer bedanken. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber derjenige wird sicherlich dieses Video sich auch anschauen und freuen, dass seine Kommentare tatsächlich zu was geführt haben, zu einer Investition. Da läuft der GTW gerade drauf. Auch gerade gesehen, wie er umdreht. Dann werfen wir auch noch mal einen kurzen Blick in das Trimming Department, wo die ganzen Spritzlinge versäubert werden. Auch hier ist es ziemlich gut besetzt. Wir haben viele Mitarbeiterinnen eingestellt dieses Jahr. Wir sind gerade dabei, hier zu erweitern.
Das haben sie dieses Wochenende gemacht, die Wand versetzt. Hier machen wir das Pico-Bettungsgleis. Und hier werden die Gleise montiert. Und jetzt noch mal einen kurzen Blick in die Montage. Und da sehe ich gerade, dass hier die E32 läuft. In der Endkontrolle, bevor sie dann eingepackt werden. Auch hier ziemlich voll alles, gut besetzt. Schauen wir uns mal das an. Das ist die Beleuchtung für, ich glaube, die G6 oder so. Wahnsinn, was das für eine Arbeit ist, und das muss alles manuell gemacht werden. Also ich muss jetzt nicht jedem guten Tag sagen, ich bin heute Morgen schon durchgelaufen, wollte jetzt einfach nur mal ganz kurz Ihnen einen Blick noch mal geben, wie es hier im Moment ausschaut. Alle schwer beschäftigt. So, kurzer Blick in die Kunststoffspritzerei. Im Hintergrund erweitern wir gerade. Hier haben wir gerade eine neue Kranbahn eingezogen. Ja. Zum Schluss noch ein paar Informationen zu den Lieferproblemen, die von unseren Händlern und natürlich auch von unseren Kunden immer angesprochen werden. Ein großes Problem sind die Containerlieferungen. Erstens, man bekommt keine Container, und wenn man einen Container bucht, dann kommt er meistens nicht zu dem Termin, wo wir ihn bestellen, sondern ein oder zwei Wochen später. So, und dann schickt man sie raus, dann stehen sie eine Woche im Hafen, weil sie nicht auf das Schiff kommen, weil das Schiff vor dem Hafen liegt und nicht reinkommt und nicht löschen kann. Und das gleiche Theater hat man dann wieder, wenn es dann in Europa angekommen ist, die Schiffe liegen draußen vor den Häfen und kommen nicht rein, weil sie nicht gelöscht werden können, weil keine Kapazität da ist für sowas. Und zum Schluss kommt natürlich noch das Problem, dass die Container wahnsinnig teuer geworden sind. Früher, vor eineinhalb Jahren, haben wir für den Container vielleicht 2.500 Euro gezahlt. Und jetzt zahlen wir 14.000, 15.000 Euro für den Container. Aber wir hatten das schon unseren Händlern gesagt, dieses Jahr werden wir diese Kosten tragen. Aber ab nächsten Jahr wird es dann eine entsprechende Preiserhöhung geben, und die wird sich sicherlich auch aufgrund der Containerpreiserhöhung errechnen. Neben Container, weiteres großes Problem sind die Elektronikbausteine. Elektronikbausteine, werden Sie ja der Presse entnommen haben, sind ein Riesenproblem, nicht nur für uns, sondern Automobilindustrie, PC-Industrie und alles Mögliche. Es werden keine Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen ausgeliefert oder verspätet, weil es keine Bauteile gibt. Bei uns liegen über 1000 Loks fix und fertig und warten auf das Herzstück des Decoders. Wir können die Decoder nicht produzieren, weil die entsprechenden Elemente nicht da sind. In den letzten Tagen haben wir dann einen ziemlich großen Auftrag platziert für Bauelemente. Uns wurde Lieferzeit zugesagt von 54 Wochen, also sprich Ende nächsten Jahres. Und wenn dann die Zusage auch eingehalten wird, leider kommt es häufig vor, dass im Moment sogar Zusagen einfach abgesagt werden und gesagt, können nicht liefern. Na gut.
Neben diesen zwei großen Problemen gibt es aber auch noch kleinere Probleme, die aber auch sehr wichtig sind, zum Beispiel Schachteln. Papier ist knapp geworden, Papier ist teuer geworden, unsere Lieferanten in Sonneberg und Umgebung können keine Umkartons liefern. Wir haben letzthin eine ganze Reihe von Umkartons gekauft oder bestellt, sehr große Menge, ich hoffe, wir kriegen sie, damit wir dann auch im Weihnachtsgeschäft unsere Lieferungen abdecken können. Weil es wäre ja wirklich schade, die Bestellungen von Ihnen sind da, die Ware ist da, aber wir kriegen sie nicht raus, weil wir keine Schachteln haben. Also das sind so die kleinen Schwierigkeiten, die man heutzutage hat. Und zu allem Überfluss kommt jetzt auch noch die Corona-Situation dazu, die vierte Welle, die uns auch in Sonneberg hart getroffen hat. Wir haben im Betrieb einige Corona-Kranke. Ich hoffe, Sie überstehen das alles gut. Und ich hoffe, dass wir dann anschließend zum Weihnachtsgeschäft hier wieder alle Mitarbeiter an Bord haben. Gut, das war's für heute. Und ich möchte Ihnen jetzt einen guten Start in die Modellbahnsaison 2021-22 wünschen. Der Herbst ist ja schon eingezogen in Deutschland. Bei mir ist es immer noch ja, so 26, 27 Grad hier, also noch sehr warm. Ich hoffe, Sie haben eine gute Saison. Ich hoffe, Sie haben Freude mit Pico. Sie schauen sich Ihre Modelle an. Vielleicht lassen Sie sie auch mal fahren. Am besten natürlich digital. Digital macht einfach noch ein bisschen mehr Spaß mit Sound. Und um sie dann auch mal Freunden vorzustellen. Ich wünsche Ihnen also einen guten Start in die Modellbahnsaison und hoffe, dass Sie viel Freude mit den Pico-Modellen haben. Bleiben Sie gesund. Und mein letzter Tipp, ich kann es mir nicht verkneifen, lassen Sie sich bitte impfen. Es ist nicht nur gut für Sie, sondern auch für Ihre Mitmenschen und für alle, mit denen Sie zu tun haben. Alles Gute also. In diesem Sinn hoffe ich, dass Sie viel Spaß mit der Modellbahn haben und ich darf mich heute verabschieden. Und tschüss.